Peace, wo wir hier mit einer weiteren echten Pokémon-Vorstellung zu Chilabel, dem Schal-Pokémon. Ja, Schal-Pokémon. Chilabel, das Schal-Pokémon. Chilabel lässt gegnerische Angriffe einfach an sich abgleiten, denn sein weißes Fell ist mit einem speziellen Öl überzogen. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was wir über dieses Pokémon wissen. Und natürlich, dass es super duper wuschig, kuschelig, süß ist. Entschuldigung, ich habe kurz meine Coolness verloren. Chilabel versüßt unsere Edition seit der 5. Generation und hat eine Vorentwicklung. Dieser kleine Racker heißt Picochilla und entwickelt sich mit Hilfe eines Leuchtsteins. Chilabel basiert auf einem Chinchilla und da wir wenig Informationen über Chilabel bekommen haben, würde ich sagen, erzähle ich euch ein wenig über Chinchillas. Und damit meine ich, dass ich den ersten Absatz von Wikipedia lese. Die eigentlichen Chinchillas, Chinchilla, oft vereinfacht als Chinchillas oder Wollmäuse bezeichnet, sind eine Gattung der Nagetiere aus der Familie der Chinchillas. Sie leben in Südamerika und wurden früher wegen des Chinchilla-Fells gejagt und fast ausgerottet. Heute sind sie als Pelz- und Heimtiere weltweit verbreitet, in freier Wildbahn hingegen stark gefährdet. Es werden zwei Arten unterschieden, das Langschwanz-Chinchilla und das Kurzschwanz-Chinchilla. Natürlich hat es genau einen Grund, wieso ich genau diesen Absatz vorgelesen habe. Und zwar wurden Chinchillas früher aufgrund ihres Felles gejagt und ich denke, das geht noch leider bis heute so. Meine Theorie ist aber, dass Chilabel einen Schal trägt und ein Schal-Pokémon ist, um auch quasi auf diese Jagd indirekt aufmerksam zu machen. Das Fell der Chinchillas wird unter anderem eben dafür benutzt, um Kleidungsstücke wie ein Schal herzustellen. Also ist es so eine Art kleine Referenz und das finde ich echt cool von Game Freak. Chilabel ist so ein unbekanntes Pokémon, aber dennoch steckt echt viel Geschichte dahinter und man sieht auch, dass beim Erstellen eines Pokémon wirklich viele Gedanken gemacht werden. Chilabels Name basiert ebenfalls augenscheinlich auf dem eines Chinchillas. Außerdem musste Game Freak nochmal verdeutlichen, dass es sich hierbei um ein besonders schönes Pokémon handelt, weswegen dem Namen ebenfalls das Wort Bella oder hübsch zu Deutsch hinzugefügt wurde. Im Englischen wird sie Chinchino genannt, im Französischen Pashmila, im Japanischen Chilachino, im Chinesischen Chinhuolishu und im Koreanischen Chilachino. Chinchino besitzt den Typ Normal, was ihre Resistenzen und Schwächen sehr schnell erklärt. Sie ist resistent gegenüber Geistattacken, bekommt jedoch doppelten Schaden von Kampfattacken. Alle anderen Pokémon-Typen treffen mit ihrer normalen Stärke. Das war's. Unser hübscher Chinchilla ist, was die Statuswerte angeht, recht schwach aufgestellt. Sie ist sehr, sehr schnell und hat einen passablen Angriffswert, die restlichen Basiswerte sind jedoch unter dem Durchschnitt und demnach eher schlecht. Chilabel besitzt ganze drei Fähigkeiten. Chilabels erste Fähigkeit ist Charmbolzen. Diese bewirkt, dass falls der Gegner mit Chilabel Kontakt mit Hilfe einer Attacke herstellt, dieses Pokémon mit einer 30%igen Wahrscheinlichkeit in den Anziehungsstatus verfällt. Allerdings nur dann, wenn er vom anderen Geschlecht ist. Besitzt es kein Geschlecht oder die Fähigkeit Dösigkeit, wird Charmbolzen keine Wirkung haben. Diese Fähigkeit ist eher schlecht, aber passend zu einem Pokémon eben wie Chilabel. Die zweite Fähigkeit ist Techniker. Techniker erhöht die Stärke von Attacken um 50%, wenn ihre Basisstärke 60 oder weniger beträgt. Darunter fallen unter anderem Mogelieb, Kugelsaat und Kehrschelle. Eine wirklich starke Fähigkeit, aber eher ungeeignet für Chilabel. Die dritte und versteckte Fähigkeit von Chilabel passt besser ins Attackenpool. Diese heißt nämlich Wertling und bewirkt, dass jede Attacke, die mehrmals in derselben Runde ausgeführt wird, immer mit ihrer maximalen Trefferanzahl benutzt wird. Dazu zählen unter anderem Attacken wie Kehrschelle, Kugelsarg, Felswurf, Kratzfurie und Duplexhieb. Kommen wir nun zu den Movesets. Ich habe euch heute ein Moveset mitgebracht, da Chilabel in meinen Augen nur wirklich mit diesem einen Moveset stark sein kann. Und das besagte Moveset sieht folgendermaßen aus. Als Fähigkeit haben wir Wertelink. Grund dafür ist, dass Chilabel eine Menge Attacken besitzt, die mehrfach in derselben Runde ausgeführt werden und sie kann diese Attacken mit der Fähigkeit bestmöglich ausnutzen. Als Attacken haben wir dann Felswurf, Kehrschelle und Kugelsaat. Alles Attacken, die diese Fähigkeit ausnutzen. Als vierte Attacke kann ich Zugabe empfehlen, da man so ein gegnerisches Pokémon in eine Attacke einsperren kann, was sehr mies, aber dennoch hilfreich sein kann. Entscheidet ihr euch für dieses Set, solltet ihr ein Lebenorb mitnehmen. Wollt ihr etwas mehr Schaden machen, könnt ihr Kehrtwende anstelle von Kugelsaat und Abschlag anstelle von Zugabe sowie ein Wahlband mitnehmen. So maximiert ihr den Schaden von Chilabel. Außerdem habe ich noch etwas Witziges gefunden und zwar kann Chilabel die Attacke Konzentration erlernen. Diese Attacke könnt ihr anstelle von Zugabe mitnehmen und bewirkt, dass sich das Pokémon für eine Runde konzentriert und in der nächsten Runde einen garantierten Volltreffer landet. Das ist ziemlich cool, das heißt nämlich, wenn ihr Felswurf, Kehrschelle oder Kugelsaat einsetzt und durch Wertelink garantiert 5-mal treffen werdet, werdet ihr 5-mal demnach auch einen Volltreffer landen.
Das kann sehr schmerzhaft werden. Ich habe es aber hier extra nicht aufgeführt, weil es eher zum Spaß gedacht ist. Einfach weil Chilabel durch ihre schlechten defensiven Statuswerte selten zwei gegnerische Attacken aushält. Und zum anderen gilt der Effekt von Konzentration nur für die nächsten Runde. Heißt also im Klartext, sie ist nicht besser als Zugabe oder Abschlag. Das Wesen sollte immer froh sein und die EVs werden so verteilt, dass 252 in Attacke und 252 in Initiative gehen, um das Maximum des Initiativewertes zu erreichen. Was sollte man tun, wenn man gegen ein Chilabel kämpfen muss? Naja, das passiert nicht allzu häufig, dass der Gegner ein Chilabel hat, allerdings wenn er eins hat, dann sollte man wissen, dass es schnell ist und eine Menge Schaden mit Attacken machen kann, die mehrmals in der Runde eingesetzt werden. Ein Gengar mit Fokusstoß countert Chilabel schon sehr stark, einfach weil der Attackenpool von Chilabel recht eingeschränkt ist und nur Abschlag wirklich viel Schaden an Gengar machen könnte. Genauso ist jedes Stahl-Pokémon ein guter Counter gegen Chilabel, einfach weil sie keinen Schaden gegen diese Pokémon machen kann, wegen ihrem Attackenpool. Gute Beispiele dafür sind Staloba oder Xerox. Für mich ist ein Pokémon wie Chilabel eine Art Nischen-Pokémon oder wie ich es gerne nenne, Ü-Ei-Pokémon. Dieses Pokémon existiert mit hoher Wahrscheinlichkeit für die weiblichen Fans dieser Videospielreihe und einfach nur wegen dem guten Design und weniger wegen den taktischen Möglichkeiten, die es in einem Kampf bietet. Der Grund, wieso ich ein Pokémon wie Chilabel Ü-Ei-Pokémon nenne, ist einfach, weil dieses Pokémon vermutlich nie wirklich eine hohe Spielrate sehen wird und demnach gefährlich sein kann, da es den Gegner überraschen könnte, mangels Erfahrung gegen dieses Pokémon. Also im Klartext, für eine Runde kann man den Gegner damit wirklich überraschen und Chilabel kann da ihr wahres Potenzial zeigen, aber beim zweiten Mal wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger reißen können. Das war's auch schon, das war meine Vorstellung zu Chilabel, dem Schal-Pokémon. Ich wünsche euch einen verdammt schönen Tag, ich bin raus. Peace out.